Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Ich würde gerne mit dir über das Thema Städte, Stadtentwicklung und Schadstoffe in der Stadt erzählen. Wir beide haben zusammen Abi gemacht. Du bist einen anderen Weg gegangen als ich. Erzähl doch vielleicht mal kurz in ein paar Sätzen, was du seitdem gemacht hast. Ja, ich bin 2015 nach Berlin gegangen. Hab dort 2 Semester Jura studiert, hab dann gemerkt, es ist nicht so meins. Du hast es ja durchgezogen, deshalb großen Respekt davor. Dann bin ich zu geografischen Wissenschaften gewechselt, an die FU. Und hab dann auch relativ zügig danach angefangen, bei der DUH zu arbeiten, als Projektassistent im Bereich Verkehr und Luftreinhaltung. Und ja, bin jetzt seit Winter letzten Jahres im Master Urbane Geografien und bin dabei, verschiedene Vereine zu gründen, die sich mit dem Thema Stadtplanung und Stadtentwicklung beschäftigen. Gut, dann fangen wir mal vorne an. Also Was hast du bei der DUH, Deutsche Umwelthilfe, vielleicht für die, die nicht so firm mit den Abkürzungen sind, was genau hast du da gemacht? Es ging vor allem um Schadstoffmessungen. Also es ging an mit einem Citizen Science Projekt, weil ich weiß nicht, Stickstoffdioxid, ob das jedem ein Begriff ist. Es sind halt Reizgase, die vor allem von Dieselautos ausgestoßen werden. Und extreme gesundheitliche Auswirkungen haben. Also es unterscheidet sich dann natürlich, ob man kurzzeitig dem ausgeliefert ist oder langzeitig, über einen langen Zeitraum. Genau, und da haben wir versucht, mit Bürgern und Bürgerinnen in ganz Deutschland mit Passivsammlern quasi die Schadstoffbelastung zu messen, weil das Messnetz sehr lückenhaft ist in Deutschland. Also in Berlin gibt es 17 Messcontainer, in Aachen sind es glaube ich 4 ungefähr. Und diese Passivsammler sind dann eine sehr gute Ergänzung dazu. Also genau, da wird halt die Luft drin gesammelt, die Schadstoffe werden gebunden und das hat echt großen Spaß gemacht. Und ich war auch sehr geflasht so ein bisschen, wie stark die Schadstoffbelastung tatsächlich auch ist. Also es war jetzt, hat Sinn gemacht, das zu machen, diese Messung. Und was war das, was du daraus abgeleitet hast als Erkenntnis? Also wir reden ja vor allen Dingen auch, wenn wir von Stickoxiden und diesen Dingen reden, vor allen Dingen eben von Abgasen durch Dieselmotoren. Was war die Erkenntnis, die du daraus gezogen hast? Ja, dass Umweltgerechtigkeit ein großes Thema ist. Also es sind vor allem Leute betroffen, die dann an großen Straßen leben. Und die grünen Lagen in Vororten, die sind recht teuer, das kann sich nicht jeder leisten. Da ist dann die Schadstoffbelastung natürlich geringer. Das hat mich sehr zum Nachdenken gebracht irgendwie und ich glaube, das hat mich auch immer mehr dazu gebracht, zu dem Gedanken, dass die Verkehrswende halt eigentlich unumgänglich ist. Alleine, ich meine, der CO2-Ausstoß vom Verkehrssektor, der ist ja glaube ich stagniert bis 2018 im Vergleich zu 1990. Und das hat mir einfach nochmal vor Augen gerufen, dass da echt was gemacht werden muss. Und das geht, also es geht nicht, also die Politik bislang hat da recht wenig gemacht einfach. Und deshalb war da der Druck durch die Deutsche Umwelthilfe sehr wichtig. Ich glaube, es ist kein Geheimnis zu sagen, dass das Thema Dieselfahrverbote polarisiert hat, dass es die Titelseiten vieler Zeitungen gekrönt hat. Ich will gar nicht so auf die Dieselfahrverbote eingehen. Aber was ja in vielen Städten gemacht wurde, waren ja kleine Maßnahmen. War beispielsweise Tempo 30 oder Dieselfahrverbote oder eben die bekannten Umweltzonen. Wie schätzt du das ein? Ja, das ist eine gute Frage. Also diese Dieselfahrverbote ist natürlich schwierig, wenn es dann eine Straße gibt, wo dann die Dieselautos nicht mehr durchfahren dürfen. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Alleine die Überwachung ist ja schon schwierig. Und ich glaube, dass es auch so weit geht, dass es Leute eher ausschließt. Also weil es gibt natürlich dann auch viele Menschen, die sagen, ich kann mir aber kein anderes Auto jetzt leisten. Von daher ist Tempo 30 bewiesenermaßen, in Berlin wurde es lange getestet auch, eine Maßnahme, um die Schadstoffe zu reduzieren. Aber ich glaube, dass es langfristig halt dahin gehen muss, dass einfach der Autoverkehr viel weniger wird in Städten. Und das kann halt über einen besseren ÖPNV passieren. Aber ich glaube, dass da auch ganz grundsätzlich ist, dass man da vielleicht von der Denke wegrücken muss, dass immer mehr Mobilität und immer mehr Verkehr passieren muss, sondern dass man langfristig vielleicht auch einfach den Verkehr reduzieren kann, indem man die Städte anders baut und anders plant. In Paris ist ja jetzt zum Beispiel
Das große Ding, die Stadt der 15 Minuten. Das wäre in vielen Städten bei uns überhaupt gar nicht möglich, weil die ganz viele Einrichtungen der Daseinsvorsorge gar nicht in so einer kurzen Reichweite haben. Aber langfristig gesehen muss es da halt anfangen eigentlich. Also es ist klar, es gibt diese Push- und Pull-Faktoren, also Push-Faktoren, dass man die Leute irgendwo hinbewegt durch Verbote. Aber es muss halt auch die Pull-Faktoren, also es muss halt ein besserer ÖPNV da sein, es muss einfach anders gebaut und geplant werden insofern, ne? Ja, dann ist irgendwie die schöne Überleitung zum Thema Stadtentwicklung. Ich finde da ja auch wichtig, und das ist ja auch eine Forderung, die zumindest im Entwurf unseres Wahlprogramms drin ist, wobei ich auch mal davon ausgehe, dass sie drin bleiben wird, ist ja das Thema auch Quartiersentwicklung, also dass wir den Menschen auch alles in räumlicher Nähe geben wollen. Weil was mein Problem dabei auch ist, ist, wir können zwar von den Leuten sagen, geht weg vom Auto. Aber ich finde die Forderung immer sehr von oben herab, wenn die Alternativen nicht da sind. Deswegen eine Priorität Schiene muss kommen. Wir müssen den ländlichen Raum anbinden, aber wir müssen vor allen Dingen auch in den Städten neue Konzepte finden. Am Dienstag war ich zum Beispiel bei der Vorstellung vom Abbus. Kennst du das System, wo die auf Seilbahnen Ja, das habe ich widersetzen? gelesen, das ist von der RWTH. Genau, Ist das da war ich von beim Vortrag super spannend auch, der? weil die wollen dann diese Seilbahnen kommen dann auf so, ja, wie so Busunterbauten und sollen dann auch durch die Stadt fahren. Also Ja. fand ich ein sehr spannendes Konzept. Ja, extrem. Du engagierst dich da auch extrem viel. Du hast zwei oder drei Vereine mitgegründet. Zwei Vereine, genau. Zwei Vereine. Was macht ihr? Was macht ihr zum Thema Stadtentwicklung? Also die unterscheiden sich so ein bisschen. Das ist jetzt auf jeden Fall auch gut, dass du es nochmal angesprochen hast. Man muss ja unterscheiden zwischen Stadt und Land, also vor allem beim Verkehr, weil auf dem Land dann einfach die Anbindung oft nicht ohne Auto einfach noch nicht funktioniert. Aber mit den beiden Vereinen setzen wir uns vor allem für Stadtentwicklung ein. Der eine, den haben wir jetzt gerade frisch gegründet. Da setzen wir uns vor allem für eine partizipative Stadtentwicklung ein, dass Bürgerinnen irgendwie teilhaben. Also natürlich ist es vorgesehen in der Planung, dass partizipative Prozesse stattfinden, aber es ist eher so eine Bürgerinformation quasi. Ja, ich habe auch, also zu Bauplänen müssen ja ausgelegt werden, es muss Widerspruchsmöglichkeiten geben. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern das wirklich in der Realität Eben, genutzt also wird. da Also häufig kommt. bei Windrädern, da findet Ja, sich immer das ist jemand, der ein tatsächlich Problem dann. damit hat, Ja, aber ja. sonst. Aber das ist halt so, dass dann Leute dorthin kommen zu diesen Veranstaltungen und gar nicht so richtig wissen, was jetzt geplant ist. Und dann werden sie halt mit den fertigen Entwürfen konfrontiert und können dann aber auch, also sie sind ja einfach auch dann nicht unbedingt so in der Materie drin wie dann ein Stadtplanungsbüro und so weiter. Und wir haben jetzt zum Beispiel bei einem Projekt bewerben wir uns darauf, da würden wir gerne mit Jugendlichen in einer Kleinstadt in Brandenburg forschen mit denen, was sie eigentlich sich für ihre Stadt vorstellen. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass da nicht dieses Top-Down irgendwie, sondern eher Bottom-Up, dass die Leute so das Gefühl haben, dass sie mit reingeholt werden und auch wirklich was bewirken können. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig auch für die Demokratie langfristig irgendwie. Was wünschst du dir von der Stadt? Auf jeden Fall, dass meine Gesundheit nicht nachhaltig beeinflusst wird, irgendwie, weil also wir haben jetzt mit dem DLR, mit dem Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum, haben wir zum Beispiel Messungen gemacht von Automobilen, von autofreien Stadtquartieren. Da haben wir Lärm, ultrafeine Partikel und Feinstaub gemessen. Also ultrafeine Partikel unterscheiden sich nochmal insofern, dass sie wirklich ganz klein sind und kleiner als 0,1 Mikrometer. Und da haben wir festgestellt, dass wirklich ein Unterschied besteht zwischen autofrei und befahren. Und das fand ich schon auch irgendwie ja, bedenklich, weil ganz, ganz viele Leute wohnen nicht in autofreien Stadtquartieren. Und deshalb wünsche ich mir, dass die Stadt langfristig einfach gesund, eine gesunde Stadt ist. Und das spielt natürlich auch, natürlich müssen Städte nachverdichtet werden, aber viele Grünflächen spielen da natürlich auch rein. Und der Verkehr. Ja, ich finde vor allen Dingen beim da einfach noch wichtig immer zu sehen, auch wie haben wir Städte geplant und wie haben wir Städte gebaut. Also es ist ja manchmal so absurd, wie weit Wege sind und ich glaube auch ich kann mich ja nicht freimachen zu sagen, dass ich nicht auch ab und an oder gewisse Strecken mit dem Auto zurücklege, weil es irgendwie auch absurd weite Umwege sonst sind. Ich meine, es wird besser, also die Busanbindung in die Eifel oder zu dir raus.
Nach Fennwegen-Breinig, da ist ja sehr, sehr viel besser heute als noch vor 5-6 Jahren. Ja, das war schrecklich. Aber am Ziel sind wir da ja auch immer noch nicht. Also ich bin da ganz bei dir. Ich würde mir eine Stadt wünschen, wo ich in einem 1,5 Kilometer Radius zu Fuß alles erreichen kann, aber auch da den Blick weg von der Stadt. Ich möchte auch ländliche Räume, wo ich alles erreichen kann, was nicht heißt, keine Ahnung, ich will eine Apotheke in jedem Kleinstdorf, ja, aber vielleicht zumindest eine Bushaltestelle oder am liebsten irgendwie Straßenbahn, Tram, eine Seilbahn, ja, was auch immer. Absolut voll. Das ist ja wirklich spannend, weil wir hatten damals Städte, die bei uns dann irgendwie im Mittelalter gegründet wurden zum Beispiel, die dann einfach Städte der kurzen Wege waren, so wie wir es heute eigentlich haben wollen. Aber seit den 50er Jahren hat sich der Trend so zum Automobil entwickelt, dass es einfach gar nicht mehr möglich ist, so eine Stadt der kurzen Wege gerade. Aber wie du schon sagst, der Trend geht in die richtige Richtung. Wir werden uns dem bewusst. Und bei unserem anderen Verein geht es uns auch irgendwie um das Thema Empowerment, dass wir Bürger beteiligen wollen. Aber es geht uns da auch vor allem darum, dass wir gar nicht unbedingt wollen, dass man so super weite Distanzen zurücklegen muss, sondern also das Thema Erreichbarkeit, dass man, wie gesagt, einfach zu Fuß zum Supermarkt gehen kann. Da gibt es vielleicht kann ich das kurz nennen, in Berlin ein super Beispiel, die Markthalle 9. Also gibt ganz viele Händler, die dann da irgendwie Sachen verkaufen, aber sehr teuer. Ist in Kreuzberg gelegen und da ist ein Aldi auch in der Halle. Und dieser Aldi, der wird jetzt der muss raus und da gehen die Leute halt auf die Straße, wird aber nicht passieren, also der Aldi wird halt raus müssen. Und das Problem ist, dass die nächsten Einkaufsmöglichkeiten halt viel weiter entfernt sind. Das heißt, die Leute müssen wieder mehr Wege zurücklegen, weitere Wege. Das ist eigentlich komplett widersprüchlich. Und da wollen wir eigentlich hin, dass wir dann mit der, genau, ansetzen, dass es einfach möglich ist, dass du zu Fuß zum Supermarkt gehen kannst, die Kinder abholen kannst und so weiter. Ja. Ja, ich finde das noch ein wichtiger Punkt, den ich glaube ich noch einmal vielleicht auch hervorheben möchte. Es gibt ja diesen kleinen Laden vor Ort und es gibt irgendwie auch hier in der Ecke das kleine Lädchen fürs Quartier. Leider ist es dann häufig der Biomarkt. Also ja, nicht das Biomarkt ist das leider, sondern auch die Bezahlbarkeit von Produkten und da auch die Stadtentwicklung. Ich meine, wir hätten dieses Problem der Bezahlbarkeit nicht, wenn die Mieten weniger wären und die Leute viel weniger für Miete bezahlen wollen, aber es ist ein anderes Thema. Ich glaube, dass das Thema Stadtentwicklung unglaublich spannend wird, vor allen Dingen in den nächsten Jahren. Und deswegen würde ich gerne zum Abschluss deine größte Forderung an die Politik. Was würdest du dir wünschen? Am 26.09. ist Bundestagswahl. Danach würde es in irgendwelche Koalitionsverhandlungen gehen. Was sagst du, sollen die unbedingt mitnehmen, wer auch immer da sitzen wird? Also am allerwichtigsten finde ich, dass der Verkehrssektor, die Verkehrswende vorangetrieben wird. Aber ganz grundlegend, dass die CO2-Emissionen einfach runtergehen. Also ich glaube, wir haben gar keinen anderen Ausweg gerade, als dass wir diese Emissionen dann runterschrauben. Da spielt der Verkehrssektor halt total rein. Aber genau, das ist meine Hauptforderung. CO2-Emissionen runter und sonst mehr Bürgerbeteiligung vielleicht. Ja, vielen Dank. Tatsächlich, wenn man die CO2-Emissionen runter reduziert, haben wir in den allermeisten Szenarien auch einen Großteil der Schadstoffe beseitigt. Weil ja, eben. Wenn wir weniger Dieselmotoren haben, haben wir automatisch auch weniger Schadstoffe. Absolut. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Hat mich sehr gefreut. Durfte. Ja, und mach weiter, was du tust. Du auch, Lukas. Danke.